Hallo, ich habe euch mal das Luxa Outdoor Seal Hexpeak F6 aufgebaut, um es euch vorzustellen. Lasst euch nicht irritieren von diesem roten Punkt da auf der Seite. Das ist ein Ofenrohrdurchlass, darüber rede ich später irgendwann mal, aber nicht in diesem Video. Ich mache das Zelt mal auf. Der Eingang ist wie gehabt bei den anderen Hexpeak-Modellen auch. Ein Zwei-Wege-Reißverschluss mit J-End. Der ist hier oben zu öffnen, auch von innen, um eine große Ventilationsöffnung zu schaffen. Die Lüfterhutze ist mit Schaumstoff verstärkt und wird durch einen richtigen Stab aufgestellt. Eine recht große Fläche oben, vollkommen mit Moskitonetz verschlossen. Am unteren Ende des Eingangssippers befindet sich ein Zugentlastungshaken, der den Zug aufnimmt, solange wie ich den Reißverschluss bediene. Aushaken. Wenn ich das Zelt verlasse und wieder zumachen will, bitte erst einhaken und dann den Reißverschluss schließen. Er wird es euch danken mit einer längeren Lebensdauer. So, ich rolle das hier mal weg. Jetzt seht ihr das richtig, ich habe noch mal eine andere Aufbauvariante ausprobiert, und zwar ohne Innenstange an einen Baum aufgehängt, damit ihr das auch mal seht. Ich schmeiße jetzt einfach mal zwei 7er Sünmets rein und zeige euch, wie groß das ist. So, kommt mal her. So, das ist ein 40 Liter Rucksack. Wie man sieht, passen davon 2, 3 in die Abseite. Wenn ich das Zelt zu zweit nutze, passt der aber auch noch entweder in den Winkel hinten oder ans Kopfende oder ans Fußende, wie auch immer. Das Zelt hat eine Bodenlänge von 2,60 Meter. Das ist eine ganze Menge. Die Bodenlänge sagt ja immer nicht ganz so viel aus. Für die Schläfer kommt es darauf an, wie die Höhe in 20-30 die Länge in 20-30 cm Höhe ist. Ich habe hier einen 2 Meter langen Zollstock. Wenn ich den hier hinhalte, so dass er gerade das Außenzelt berührt, dann sieht man, dass die Höhe in etwa 30 cm beträgt. Das heißt, auch 1,95 Meter große Personen mit Schlafsack, mit großen Füßen passen hier wunderbar in das Zelt rein. Nicht nur für kleine Leute. So. Auch in der Breite ist das sehr großzügig. Wenn man keine Innenstange hat, weil man es mit zwei Außenstangen aufgebaut hat oder an einem Baum abgehängt, würde ich sagen, passt man hier sogar zu dritt rein. Ich habe jetzt keine drei Matten. Aber das sieht doch gut aus. Und es ist immer noch Platz an der Seite, beziehungsweise am Fußende, Kopfende, um das Gepäck teilweise noch mit reinzunehmen. Also ein Riesenteil.